befasste dieses Land die nördlichen Königreiche von Lordaeron, regiert von König Terenas Minithil. Terenas hatte einen Sohn namens Arthas. Arthas. Allein der Name lässt meinen Körper vor Wut erzittern. Dieser Knabe, Arthas, nahm sich die verfluchte Klinge, die als Frostgram bekannt ist. Mit Frostgrams Hilfe tötete Arthas seinen eigenen Vater und vernichtete alles Leben in diesem Land. Meinen eigenen Tod besiegelte Arthas, als er und seine Armeen meine Heimat Keltalas plünderten und mein Volk töteten. In seiner Grausamkeit entriss Arthas meinem Körper die Seele und ließ mich als Banshee auferstehen, um seiner Geißelarmee zu dienen. Ähnlich erging es all jenen, die der Geißelkriegsmaschine zum Opfer fielen. Im Tode wurden sie als geistlose Untote wiedergeboren. Doch Arthas war nicht unbesiegbar. Mit jedem Tag, der verging, schwand seine Kraft und seine Macht über den Willen der Verdammten. Im Moment seiner größten Schwäche schlug ich zu. Und obwohl die Zeit gekommen war, Sühne zu leisten, konnte der Wurm seinem Schicksal entrinnen und in die eisigen Wüsten Nordends entkommen. Mit dem Verschwinden Arthas schwand auch die Kontrolle, die er über die untoten Horden Lordaerons hatte. Nach Wiedererlangen meines Körpers befreite ich die verbliebene Geißel. Der Grausamkeit und Unbarmherzigkeit von Arthas, dem Mann, der zum Lichtkönig werden würde, entwuchsen die Verlassenen. Unser Ziel, unser einziges Sinnen war die Vernichtung des Lichtkönigs. Wir schlossen uns der Horde an und traten unseren Weg zur Erlösung an. Nun ist der Lichtkönig tot und wir sind zurückgekehrt. Diejenigen, die dieses Land im Leben ihre Heimat nannten, tun dies auch im Tode. Doch die Allianz erkennt unsere Rechte nicht an. Sie behaupten, dieses Land gehöre ihnen, um so die Ansprüche derer zu entkräften, die dieses Königreich gegründet haben. Ich werde das nicht zulassen. Niemals! Lordaeron gehört den Verlassenen. Auf immer und ewig. Ja, wieder mal so ein typischer Konflikt und diesmal geht es einfach um Land statt um Öl. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? So, die Dame. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Ja, sind wir durchaus. Findet 6 Insignien der Verlassenen bei den Leichnamen der Veterangardisten der Verlassenen. Machen wir. Gucken wir mal, da haben wir nochmal Quests. Lokta. Weckt 8 orkische Seebären auf. Für die Horde. Seid gegrüßt. Und tötet 10 Borgen des Hügellandes. Vorwärts zu See. Sonst noch irgendetwas? Scheint mir nicht so. Gibt's hier Hexenlehrer? Schauen wir mal da drüben. Nein, da drüben gibt's es. Dann ist er unterirdisch. Was mache ich denn mit dem Fass? Benutzen in den Rachen eines gefallenen Orks Seebären schütten. Okay. So, das schaut mir aus wie ein Magier. Bergbau. Hexenmeister. Was ist? Ich möchte lernen von dir. So, wir brauchen. Seelenernte. Und mehr eigentlich nicht. Nein. So, ich denke mal, wenn wir die Quest haben, haben wir Stufe 15 erreicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Moment, ich muss mal kurz stehen bleiben. Na, wirst du dich wohl fangen? Jetzt. Warum nicht? Hä?
Jetzt hat das. Komische Sachen gehen hier vor. Haben wir was zum Verkaufen? Eher nicht. Fleisch und Knochen. Lustiges Ding. Ja, also wenn wir die Quest hier abgeschlossen haben, dann werden wir Stufe 15 erreicht haben und dann geht's auch schon los in den Flammenschlund. Die erste Instanz in diesem Spiel, wo wir hineingehen. Und mal gucken, ob wir loot-technisch etwas abgreifen können. Ich hoffe doch sehr. Wir gehen jetzt, glaube ich, immer geradeaus, genau. So, und da liegt auch schon der erste Seebärenkollege. Dem kippen wir jetzt mal hier das Fass mit explosivem Bier in den Mund. Na dann, viel Spaß. Scheint ja echt mal ein heißer Schock zu sein. So, der nächste Seebärenkamerad. Und auf! Gibt man gleich den nächsten das Zeug rein. Ich bin außer Reichweite. Oh oh. Schnell! So, kriegst du auf die Nuss, Kollege. Nicht mit dem Commander, dass das mal klar ist. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hallo, möchtest du mich nicht helfen? Idiot. Jetzt kannst du dir auch sparen, weißt du? Schlimm ist das. So, 4 von 8 und wir haben 3 von 10 schon getötet. Ja, ja, so ist es. So, ich glaube nicht mal, dass wir die Quests abgeben müssen. Wir bekommen das Level ab schon vorher. Weil die netten Herren und Damen Morgen geben uns immerhin 79 Erfahrungspunkte. Wir brauchen nur noch, naja, knapp 400. 58. Und das macht, über den Daumen sagen wir mal, Quarks. Und wir müssen jetzt noch töten. Gut. Das heißt, mit dem letzten Worgen, den wir töten, werden wir wahrscheinlich das Level abbekommen. Das auch noch rein, den ist das der Transporter der Horde. Okay. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Halt, dich muss ich töten, mein Freund. Tut mir leid, aber ist so. Was braucht ihr? So, 8, das heißt noch 2 Stück. Da hinten ist einer. Da ist auch der letzte Seebär, den wir das Zeug im Hals haben müssen. So, mach Mund auf und sag: Ah! So, und dann töten wir noch den letzten Worgen. Und dann habe ich mich wohl irgendwo verrechnet gehabt. Ja, 12 Punkte.
Wegen 12 lausigen Punkten. Naja. Halt. Ich muss da hinten eine Quest abgeben. Finde die Kommunikationskonsole der Horde auf den verfallenen Feldern im Silberwald. Jo. Kriegen wir hin. Dich töten wir noch, kriegen ein Level up, melden uns für den Dungeon an. Dieser Zauber ist Stufe 15 haben wir erreicht. Freigeschaltet der Dungeon Browser. Ein neuer Talentpunkt ist verfügbar. Was haben wir denn? Erhöht den verursachten Schaden eures Feuerbrand um 10%. Verringert die Zauberzeit. Zauberzeitverringerung ist immer gut. So, und dann würde ich sagen, melden wir uns gleich mal für den Flammenschlund an. Kampflos erreichen. Was war denn eigentlich das dritte? Stufe 15? Ne, nur die zwei Sachen. So, jetzt ist hier natürlich der Lieblingsmods noch im Weg. Schieben wir mal daher. So. Bin ich mal gespannt. So, was möchte denn die Kommunikation? Töte 50 Wogen des Hügellandes mit der Kanone der Horde. Machen wir. Kanone der Horde. Da hinten geht's ab. Da kommen sie. Verteidigungsanlage ist schon was Nettes. So, haben wir alle 50. Schön. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück, ne? Jo. Beziehungsweise die Insignien der Verlassenen, holen wir die noch? Nee. Was hat der denn da für einen netten Stab? Merken wir die Zauberzeitreduzierung aber noch nicht. So, mal gucken. Vielleicht kommen wir halbwegs kampflos an den Jungs hier vorbei. Beziehungsweise jetzt für den Anfang könnte ich ja etwas anderes machen. Das heißt, ich gehe jetzt am Anfang erstmal für einen zufälligen Dungeon. Und als nächstes ein spezifisches. Alter, ihr könnt aber sehen, was ich hier zu einem kleinen Beute, wenn man, ich glaube, die ersten 78 Level, glaube ich, sind das, indem man diese lustigen Beutel bekommt und danach bekommt man ja hier diese, was sind das, Ehrenpunkte, Gerechtigkeitspunkte, eins von, der, von denen. Ja, und in den Beuteln, da befinden sich halt Umhänge, Ringe, Schultern, Handgelenke, was auch immer, so ein Zeug befindet sich da drin. Ist halt blaue Ausrüstung und ja, relativ brauchbar, sage ich mal, wenn man nicht gerade Account-Equip hat, nicht wahr?